Naja, die ersten Dinge sind, Patienten kommen zu uns, die Erstaufnahme muss gemacht werden, der Erstkontakt, Biografie, Traumaanamnese, Differentialdiagnostik, Psychoedukation über die posttraumatische Belastungsstörung und Traumafolgestörungen, Stabilisierung, dann die Methoden, die therapeutischen Methoden, die eingesetzt werden sollen. Zwecks Behandlung, die werden ganz genau erklärt. Also es findet auch eine Psychoedukation über diese traumatherapeutischen Methoden statt. Dann wird noch einmal stabilisiert. Danach gehen wir in die Traumakonfrontation. Das heißt also, es werden die Methoden eingesetzt, damit die traumatischen Erlebnisse verschafft und verarbeitet werden können. Und danach werden wir noch einmal reintegrativ stabilisieren und evaluieren, um zu gucken, wie erfolgreich die Behandlung war. Das ist jetzt erstmal global die Art und Weise, wie wir die Patienten aufnehmen, bis zur Behandlung, bis zur Evaluation, im Großen und Ganzen erklärt. Na, ich meine, Sie können sich vorstellen, die professionelle Behandlung, zum Profi zu gehen, zum Psychotherapeuten zu gehen, sich in Behandlung zu begeben, ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Denn ohne eine professionelle Psychotherapie werden diese Menschen, also Psychotherapie und medizinische Behandlung, werden diese Leute nicht imstande sein, ihre Traumatisierungen und deren Traumafolgestörungen entsprechend zu reparieren. Und es ist wichtig, weil auch wenn man das nicht tut, wenn man nicht den Profi aufsucht, irreparable Folgeschäden entstehen können, die natürlich noch verheerende Folgen haben können, als das, was schon jetzt bereits der Fall ist. Männliche Opfer, ja, definitiv. Männliche Patienten, die in der politischen Gefangenschaft zwecks Folter vergewaltigt wurden, und Männer aus dem kirchlichen Kontext, die als Kinder, als Messdiener vergewaltigt oder mehrere Jahre missbraucht wurden, die hatte ich in der Behandlung. Die typischen Reaktionen sind halt eben Schock, Unverständnis, Wut, Impulsausbrüche, Trauer, Isolation, Wiederholungszwang, Schuldschema, Selbsterniedrigung, bis hin zu sehr vielem anderen, was sich daraus was daraus entstehen kann. Und das kann man aber auch nicht generalisieren, weil verschiedene Menschen haben verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Resilienzen, verschiedene Art und Weisen, mit so etwas umzugehen. Das sind zunächst einmal generalisiert und global gesprochen die ersten Reaktionen, die Menschen aufzeigen nach einer Vergewaltigung oder nach dem Missbrauch. Sehr schwierige Frage. Also ich mag nicht mal annähernd versuchen zu beschreiben, was in diesen Opfern vor sich geht, was sie fühlen. Das ist ein individuelles Erlebnisspektrum, außer jener allgemeingültigen psychischen Wirkungen, zum Beispiel das Gebrechen oder Verlust der Integrität, Entstehung von Aufopferungsschemata oder Externalisierungsschemata und so weiter, Todesangst mit Ungewissheit, Unverständnis, Schuldgefühle, Selbstwertproblematik, Sinnlosigkeit des Lebens, Wiederholungszwang habe ich schon genannt, Selbstverletzungen, das sind alles Sachen, die aus so einer Vergewaltigung oder aus dem Missbrauch entstehen können, und das sind die typischen inneren Befindlichkeiten dieser Menschen. Der Zeitpunkt spielt eine ganz große Rolle. Diverse Situationen und Studien, unter anderem von Kutjahr et al. 2010, besagen, dass der schlimmste Zeitpunkt in der Adoleszenz stattfindet. Höchstwahrscheinlich könnte es damit zu tun haben, dass einerseits das Gehirn entwickelt ist und sehr vieles mehr versteht als in der Kindheit, und andererseits, weil es auch ein vulnerables Alter ist, wo man mit der endgültigen Formung der Persönlichkeit schon zu kämpfen hat. Und dann auch noch mit so einem Ereignis umgehen muss. Das ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Das Verschwinden oder Schwinden des Urvertrauens, folglich Bindungsprobleme, interpersonelle Störungen in der Interaktion,
Störungen der eigenen Sexualität und sexualisiertes Verhalten, sowohl im Kindesalter als auch in der Adoleszenz. Psychosomatische Symptome als auch Somatisierungsstörungen können die Folge sein. Fast die Hälfte der Patienten berichtet von Unterleibsschmerzen chronisch, obwohl physiologisch nichts zu finden ist. Hypochondrien, Panikattacken entstehen. Mancini et al. 95 besagen, dass solche Opfer eine Tendenz entwickeln zu Traumafolgestörungen und an der Erkrankung an dieser. Weiss und Cooper 1995 besagen, dass 25% eine Prädisposition zu Angststörungen und 45% zu chronischen sonstigen Depressionen entwickeln, die sich dann auch in der Persönlichkeit manifestieren können. Solche Dinge wie Panikstörungen, Essstörungen, Zwangsstörungen, Persönlichkeitsstörungen wie Borderline-Persönlichkeitsstörungen impulsiver Art, Suchterkrankungen, Impulsregulationsstörungen, Symptome wie Störung der Aufmerksamkeit, Konzentration, des Gedächtnisses, chronifizierten Fällen kann es sogar zu Demenz und sonstigen zerebralen, irreparablen Atrophien und Störungen führen. Dissoziationsstörungen sind ein großes Problem bei Traumafolgestörungen, weil fast alle, also ein großer Anteil derer, die missbraucht wurden oder vergewaltigt wurden, an irgendeiner Form dissoziativer Störungen leiden, die dann natürlich auch die Therapie negativ beeinflusst. Die Dissoziationsstörung ist eines der häufigsten und verbreitetsten Formen der Traumafolgestörungen bei sexuellen Gewalttaten. Reinszenierungszwang der Patienten, die sexuelle Gewalt nochmal zu reinszenieren und in verschiedenen verkleideten Formen zu wiederholen. Das heißt also, vieles mit sich auch machen zu lassen, weil sie auch kognitiv entsprechende Schemata von Selbstwertdefiziten bis Nichtswertsein, sich aufopfern zu müssen, Täteridentifikation entwickeln, die entsprechend dann die Neigung dazu verstärken. Die Verarbeitungsformen bei Patienten ist sehr individuell. Es richtet sich an die Resilienz der jeweiligen Person sowie an diese Umweltbedingungen, in denen sie leben, mit denen sie interagieren. Zweigeteilte Rolle. Einmal vor der Tat und einmal nach der Tat. Vor der Tat kann man sagen, dass die Patienten oft aus Umweltbedingungen, aus Situationen, familiären Kontexten kommen, wo, sage ich mal, die wirkliche Bindung zur Familie, zur Mutter, zum Vater, der Schutz nicht gegeben ist. Ein Elternteil oder sogar beide sind eher non-präsent, non-beschützend. Die Kinder und die Jugendlichen, die Opfer leiden darunter und können entsprechend kein Sicherheitsgefühl entwickeln und das begünstigt natürlich sehr vieles später. Das gleiche gilt natürlich für nach der Tat, weil wenn nach der Tat immer noch eine Non-Präsenz, Non-Verständnis und eine nicht vorhandene Protektion, ein nicht vorhandenes Beschützen dieser Patienten da ist, können diese Patienten natürlich schlechter bis gar nicht das Ereignis verarbeiten. Sie sind alleine auf sich gestellt. Sie leben in ihrer Isolation noch einmal alleine. Sie werden noch mehr das Gefühl haben, dass sie unverstanden sind. Und das alles verstärkt einfach nur weiter jene Negativfaktoren und kontraindikatorischen Faktoren für die Therapie. Das heißt, die Chancen dann, das Trauma oder eine Traumafolgestörung, respektive das Trauma mit vielleicht sogar mehreren Traumafolgestörungen, was im Praxisalltag eher der Fall ist, zu verarbeiten, ist eher gering. Bei Männern neigt die Umwelt eher zu Relativierung, Verdrängung, Unverständnis, wie ein Mann überhaupt Opfer sein kann, da will man nicht drauf eingehen. Bei Frauen dann eher zu Verstärkung, Verstrickung, Manifestierung
oder Verschleierung in der Form, dass man dann von ihnen sich wünscht, mach das Buch zu, es ist ja eh vorbei, du lebst ja noch, also stell dich nicht so an. Meistens im familiären Kontext. Der Vater, die Mutter, beide, was auch immer, sie können mit Scham, mit der Schuld, die sie sich selber dann zugestehen, nicht umgehen. Wie auch immer, nach außen sieht das nicht gut aus. Meine Frau, meine Tochter, wer auch immer, mein Sohn ist vergewaltigt worden, ist missbraucht worden. Soziale Erwünschtheit spielt eine sehr große Rolle, speziell je nachdem, aus welchen kulturellen Hintergründen die Menschen kommen. Und das kann natürlich dazu führen, dass man entsprechend auf die Opfer dann reagiert. Transmission von Gewalt laut Düdek et al. 2007 beschreibt eine durchaus große Möglichkeit von Rollenwechsel von Opferrolle in die Täterrolle. Das heißt, die Leute, die selber vergewaltigt oder missbraucht wurden, werden das anderen antun. Eine Studie von English et al. 2003 und Burton 2002 beschreibt, dass 10-30% der Opfer diesen Rollenumtausch dann auch entsprechend realisieren. Dann kommt es darauf an, gibt es ein ziviles Kontext. Ich unterscheide zwischen zivilem Kontext, Kriegskontext, institutioneller Kontext und auch politischer Kontext. Die Gewalt soll Narben hinterlassen und am besten unheilbar bleiben. Die Gewalt soll die Opfer brechen, deren Integrität vernichten. Das sind so die sowohl teilweise unbewussten als auch die bewussten, also wir sagen eher die impliziten als auch teilweise explizite Absichten der jeweiligen Opfer. Bei zivilen Opfern kann es ein Rollenwechsel des Täters selbst sein, das heißt also er war selbst Opfer, jetzt wechselt er die Rollen, er wird Täter und vergewaltigt oder missbraucht. Ferner bei institutionellen Vergewaltigungen und Missbräuchen ist es so, dass im kirchlichen Kontext die Umweltbedingungen und so weiter soll sowas begünstigen. Und dort sind auch meistens diejenigen, die solche Taten begehen, im Rollenwechsel, also selbst waren sie schon einmal Opfer gewesen. Das ist natürlich nicht so gut erforscht, weil man immer einen Deckel drauf legt. Im Kriegskontext ist es natürlich ein explizites Tun, das heißt also eine Absicht. Man will die Opfer vernichten, man will deren Integrität, deren Persönlichkeit, deren Psyche einfach nur brechen. Und bei ideologischen Kontexten, wie zum Beispiel politischen Kontexten, politische Gefangenschaft und so weiter, ist es genau das Gleiche. Das heißt, es ist ein explizites Tun, um die Opfer, deren Persönlichkeit, Psyche und Integrität zu brechen. Herzlichen Dank auch. Vielen Dank für das Interview. Vielleicht für die Zuschauer, die das Video sich anschauen, falls sie das Video gemocht haben, geben Sie uns einen Daumen hoch und vielleicht möchten Sie auch den Kanal abonnieren. Wir laden mehrere Male im Monat Videos hoch, von denen Sie vielleicht profitieren können. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Ciao.